Tag 58. Hoffe ich doch mal. Von 84. Diese Woche muss Chris ein wenig mitleiden. Und zwar, ich bin eine Woche vor der Deutschen Meisterschaft, der NAC. Dort starte ich mit meiner Frau als Paar in der Einzelwertung Athletic Over 40. Und diese Woche ist Entladetraining, Kohlenhydratspeicher-Entladetraining. Das heißt, Kraftzirkeltraining, eine Übung nach der anderen. Immer am besten natürlich Druck- und Zugmuskel mit jeweils einer Pause. Allgemeine Pause ist der Weg von einem Gerät zum anderen. Im Moment natürlich diese Woche sehr stark maschinengestütztes Training. Das vereinfacht das Ganze etwas, fließt aber auch Freihandübung mit ein. Von allem etwas. Heute jetzt zum nächsten. Ich folge ihm wie ein Schatten. Da kommt Rückentraining. Mit viel Elan, Chris. So horizontales Rudern. Jawohl, ohne Umkehrschwung das Ganze. Bewusst raus. Und setz dich mal frei hin, nicht abstütze. Dass du über den Rumpf stabilisieren musst. Genau, somit ist eigentlich das Training beim horizontalen Rudern noch etwas wertvoller, indem man die Spannung bzw. die Stabilisierung des Körpers über die Muskulatur bewerkstelligen muss und nicht über die Bruststütze. Diese Bruststütze ist ganz gut, aber in der Regel natürlich eher für den Anfänger gedacht, für den Fortgeschrittenen, der kann ruhig mal frei sitzen bleiben. Aus einem einfachen Grund, wenn man sich zu stark auf die Bruststütze verlässt, drückt es natürlich ordentlich gegen das Brustbein. Dadurch können sich die Rippen natürlich darauf abdrücken. Das kann dazu führen, dass sich hinten, wenn das Gewicht zu schwer ist, die Wirbel verschieben können. Deswegen ist ganz gut, wenn man schwer daran arbeitet, nur das Gewicht zu nutzen, was man auch stabilisieren kann. Horizontales Rudern, Brust raus und Schulterblätter schließen. Sehr schön. Unter Belastung vollständig ausatmen. Gut, und die nächste Übung, Brust. Schrägbank drücken an der Maschine. So, mit Elan. Brustbein oben lassen. Unten anhalten, genau, ohne Umkehrschwung. Sehr gut. Schön tief, unten anhalten und frisch ansteuern. Sehr gut. Jawohl. Schöne gleichmäßige Bewegung. Konzentrisch etwas schneller, exzentrisch einen Tick langsamer und raus. Exzentrisch langsam. Jawohl. Auch in der exzentrischen Phase steuern, nicht einfach nachlassen. Sehr gut. So soll es sein. Und das 60 Minuten am Stück. Jetzt noch Butterfly Reverse. Die ist hier. Und das Ganze machen wir. Und nonstop circa 60 Minuten. Brustwirbelsäule anheben, langsam nach hinten, stopp, ohne Schwung. Sehr gut. Und im Funktionswinkel des Muskels bleiben. Butterfly Reverse wird sehr oft falsch gemacht. Wird der Kopf nach unten gezogen, Schulterdach nach vorne gekippt und dann mit Schwung nach hinten gerissen. Das ist kein Butterfly Reverse. So wie es der Chris macht, vorne kurz anhalten, stopp, jetzt wieder raus. Sehr gut. Brust bleibt oben, Kopf bleibt aufrecht. Hervorragend. Wie man auch sehen kann, Belastungslinie genau Mitte Schulterblätter, das heißt Sitzhöhe richtig eingestellt. Sehr gut.